Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Hast du Paimo gesehen, Ishik? Dummkopf. Glaub, die Götter bestrafen ihn. Fauler Mistkerl. Hier scheint es in den Dschungel zu gehen. Willst du nicht sehr einladend, aber genau große darum geht's Krieger ja. Große Krieger sind schon gescheitert. Versteckte Orte hüten Reichtümer. Falls du überlebst. Wovon redest du da? Du zuerst. Zuerst? Ich gehe da gar nicht rein. Hast du den gesehen, den sie rausgezogen haben? Was von ihm übrig war. Na los, nur bis zum Ende des Pfads. Wenn mein Vater wüsste, wie nahe ich bei der Wildnis bin, könnte ich eine Woche nicht mehr sitzen. Ich wette, der Meisterbogen ist irgendwo da drin.
Okay, bringen wir den Bogen zu Uchu zurück. Villa Witch. Ah, my lord. Unfassbar, wie erwachsen Edsley in der kurzen Zeit geworden ist. Der Meisterbogen, das letzte Stück, um die Zukunft von Paititi einzuleiten. Und der Nawal, bist du ihm begegnet? Ja, er ist tot. Erzähl, welche Form hatte er? Er war ein Jaguar. Ah, die mächtigste seiner Formen. Er hat dich für einen gefährlichen Gegner gehalten. Uchu, wie lange war dieser Nawal schon im Dschungel? Als Kinder hat man uns immer gewarnt, die Grenzen von Paititi zu überschreiten. Aber seit Amaru die Macht hat, war der Nawal aktiver. Glaubst du, Amaru kontrolliert den Nawal? Ja, als ständige Bedrohung. Jetzt nicht mehr. Du hast viel für die Zukunft von Paititi getan, Lara. Es wäre eine Ehre, wenn du bei der Zeremonie der Könige dabei wärst. Mir wäre es eine Ehre. Hier, ich habe etwas für dich. Das ist von der Rüstung von Edsleys Vater Sairi, als Symbol deiner Tapferkeit. Ich möchte, dass du es bekommst. Danke, Uchu. Das Königshorn hat euch alle gerufen, Zeugen eines Neuanfangs zu sein. Willkommen zu der Zeremonie der Könige. Edsley, Sohn von Unuratu, Sohn von Sairi, tritt vor. Im Amulett des Retters wohnt die Weisheit unserer Vorfahren. Höre darauf, damit deine Urteile stets gerecht und voller Gnade sind. Im Meisterbogen wohnt die Stärke unserer Vorfahren. Respektiere sie, damit deine Herrschaft verantwortungsvoll und gerecht ist. Und schließlich wohnt in dir, junger Edsley, die Zukunft. Sei ein König, der handelt. Schaffe Hoffnung. Schaffe Liebe. Warte nicht, dass die Gnade aus der Höhe herabsteigt,
sondern gib dein Bestes, um sie selbst deinem Volk zu bringen. Volk von Paititi! Ich präsentiere euch voller Stolz Ezli, Sohn von Onuratu, Sohn von Sairi und euer König. Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Ezli? Es gibt verschiedene Optionen. Uchu? Kukulkans Armee folgt dem Sakbe zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, könnten wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang. Lara? Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Ezli, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Danke. Pass auf dich auf, Jonah. Du auch, kleiner Vogel. Thank you.
Unglaublich. Jonah, ich hab's geschafft. Ich sehe die Brücke. Scheiße. Sie haben die Brücke gesprengt. Wir finden einen anderen Weg. Okay. Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay. Aber beeil dich. Ja. Commander, hier ist Cardinal Chu. Brücke ist ausgeschaltet. Gut. Teamleader mit den Fahrzeugen koordinieren. Cardinal Chu, Sie sind Ihre Augen. Verstanden. Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Mehr Helikopter. Jaxil, Trinity macht Jagd auf sie. Hier ist Cardinal 8. Feinde in Sicht. Ändere Kurs auf 105. Richtet Todeszonen ein und haltet den Feind vom Tempel fern. Fortschritt in allen Sektoren, aber wir haben große Verluste. Alle Einheiten, weg von den Wänden. Bleibt bei den Kameraden. Überlappende Schussfelder. Die Quelle des Rauchs. Da komme ich hin. Wenn das Purpurfeuer qualmt, suche deinen Spiegel. War das Unuratus Schicksal? Ihr seid das Purpurfeuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten im Kampf gegen Kukulkan. Multumenaka!
Planänderung. Ich bringe Verstärkung. Was? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Commander, sie ist Kontakt zu Croft. Sie ist bei den Yaxi. Sie ist was? Lasst euch nicht ablenken. Schaltet sie aus. Sie sind überall. Wir brauchen Verstärkung. Jetzt! Schicke Verstärkung zu euch. Scheiße! Scheiße! Delta! Ihr 10. Team, hoher Rat in Position. Halten die Stellung. Wiederhole. Hoher Rat ist sicher. Hier ist Commander Roth. Der gesamte Hohe Rat ist hier, um unseren Sieg persönlich zu begleiten. Wir werden die Stellung um jeden Preis halten. Wir sind nah dran. Multumenaka! Danke, Kukulkan, für dieses Geschenk der Erneuerung. Wir sind dafür bereit. Lass uns deine Macht empfangen. Gehören zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein. Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein, niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle als Einheit. Nein.
Pilot in One. Ich bin umzingelt. Keine Munition mehr. Nein, bitte, nein. Jonah, Rogue ist tot. Ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Wir halten die anderen so lange wie möglich auf. Bekannte Welt auslöschen. Lass den Schatten vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten. Und Schatten!
Das ist ein Kill! Mich auf! Ich erschaffe die Welt neu! Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand! Ich habe dich für klug. Mein ganzes Leben. Dein Gegner ist ein Gott. Ich hab dich am Leben. Bis jetzt. Schütze Paititi, nicht du! Grenesh Zeniti! Zorkek Matschik!
geschießt. Greif mich nur an, aber du Vulkan macht mich nur noch stärker. In Ruhe auf Helden. Will es einen Gott erschießen? Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins. Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen. Das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön Dad. Sein. Dad! Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von... Mann, Utah. Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Was? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön.
In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein! Du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten.